Also, meine Kollegen meinen ja schon lange, dass ich dringend ärztliche Hilfe brauche. Und wissen Sie was? Die haben recht. In Honduras werde ich das jetzt mal ausprobieren. Buenas. Denn was ich brauche, ist Blut. Menschliches Blut. Gracias. Ich hasse Spritzen. Adios! Adios! Haie können Blut ja angeblich schon aus mehreren Kilometern Entfernung riechen. Er auch, ein grauer Riffhai. Der war jetzt vielleicht nur einen Meter weg. Aber das mit den mehreren Kilometern, das halte ich für wirklich übertrieben. Man muss ja mal überlegen, wie viele Faktoren auf die Geruchsmoleküle einwirken hier unten. Strömung, Wellengang und was nicht noch alles. Dennoch haben viele Menschen panische Angst, ins Wasser zu gehen, wenn sie auch nur ein bisschen bluten. Sie glauben, dass die Haie dann sofort angreifen und zupacken. Naja, ich kann das ja mal ausprobieren. Das hier ist mein Blut. Und wie Sie sehen, passiert überhaupt nichts. Und das ist auch nur logisch. Denn wenn Haie Menschen fressen wollten, dann würden sie an Land leben. Die Natur hat sie dazu ausgestattet, im Meer Beute aufzuspüren und zu schlagen. Jedes Jahr sterben nur etwa 5 bis 6 Menschen bei Haiunfällen. Also, keine Angst vor Haien, sie sind wirklich nicht scharf auf uns.